ist der Daniel. Daniel, das ist die Sonja. Grüß dich, hallo. Oh ja, das ist gut. Okay, du bist durch. Kannst du gerne noch so weitermachen? Ab in die Zielgerade. Andere. Und jetzt Gas. Ja. Dann bin ich seit 5.30 Uhr wach. Ja. Da habe ich keine Lust mehr, irgendwie mehr irgendwas zu kochen. Hm. Kann ich überhaupt nicht. Ich lege da schon Wert drauf auf Grammatik und so. Das ist von Berufswegen. Ja? Ja, klar. Nach unserem ersten Date möchtest du bei mir übernachten. Mhm. Wie schaffst du es, dass ich deinem Vorschlag zustimme? Das ist eine gute Frage. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Weil du bist ja auch so schüchtern. Das unter anderem auch, ja. Nee, das hat einfach überhaupt gar nicht funktioniert. Ja, wir haben ja gar nichts gemeinsam. Also allein schon, es fängt ja beim, also muss jetzt unbedingt mit dem Sport, aber so allein schon beim Essen. Ich war ja komplett geschockt, der kann ja gar nicht, der kocht ja nie, der kann ja, das geht ja gar nicht. Also meine Freundin und ich nennen es auch ganz gern Weichbiber. Ja, so ein Lutscher halt. genau, ganz einfach. Wir sind uns da beide einig und von daher ist das, wenn der letzte Funke oder die Sympathie am Ende überhaupt gar nicht zusammenpasst, dann macht es keinen Sinn. Ja, es hätte lieber auf den ersten Blick sein können, aber auch, so wie bei uns jetzt, halt der doofe Schuss im Ofen, würde ich es mal nennen. Der doofe Schuss im Ofen, ja. Wir haben es ja versucht.